Herzlich willkommen, liebe Chemnitzer Basketballfreunde, zur 154. Ausgabe von Niners 360. Endlich ist die lange Leidens- und Wartezeit nach dem halbfinalen Knockout der Niners vorbei und wir können euch wieder mit frischem Niners-Content versorgen. Dabei wird diese Saison vieles neu und anders. Im Coaching-Team wurde etwas umgestellt. Es gibt mit dem Italiener Francesco Priguglio einen neuen Athletik-Coach und neue Jugendtrainer. Zudem werden die Niners im kommenden Jahr daheim in roten Jerseys auflaufen und die Spielstätte wird eine neue werden. Mit der kommenden Spielzeit werden die Chemnitzer Korbjäger alle Heimspiele in der großen Messehalle austragen. Bei den Fans gab es darauf gemischte Reaktionen, schließlich war die Hartmann-Hölle fester Bestandteil, wenn es um das Thema Niners-Identität geht. Dennoch war der Schritt richtig und wichtig, wenn man sich den Aufstieg zum Ziel ausgerufen hat. Denn spätestens in Liga 1 müsste man in die Arena ausweichen. Deswegen war dieser Schritt auch im Hinblick auf die volle Auslastung der Hartmann-Halle im letzten Jahr nur logisch. Ich denke, am Anfang wird es gewöhnungsbedürftig, aber es ist der nächste Schritt, wenn wir in die erste Liga wollen und deswegen freue ich mich. Ich finde es gut. Ich meine, die letzten zwei Spiele gegen Heidelberg und Rostock, die Stimmung war sehr super und die Zuschauer sind auch gekommen und ich glaube, für die Spiele ist es auch schön, dass wir hier in der neuen Halle mit so viel Zuschauer sind. Nach der langen Pause sind natürlich alle im Team, auch die Trainer, richtig heiß auf die neue Spielzeit. Ah, sehr heiß. Ich glaube, wir haben eine super Truppe dieses Jahr auch zusammengestellt mit noch härter Verteidigung als letztes Jahr und hoffentlich eine bessere Wurfquote als letztes Jahr. Sportlich gesehen mussten die Niners einige Abgänge verschmerzen. Kevin Gilder-Tilbury, Georg Vogtmann, Matt Scott, Matt West und Lukas Wank haben allesamt den Verein verlassen. Dementsprechend mussten einige Stellen neu besetzt werden. Wie die Niners das gemanagt haben und wer alles neu im Team ist, zeigen wir euch jetzt. Kennen Sie das? Lust auf Musik, doch Sie können sie nicht entscheiden? Die gigantische Auswahl überfordert Sie? Einfach jedes Album spricht Sie gleichermaßen an? Egal, wonach Sie suchen. Wir bei Kiox Tonträger, dem inhabergeführten Musikmarkt, finden garantiert das richtige Album für Sie. Unser bestens geschultes Verkaufsteam berät Sie gern an Ort und Stelle. Wollen Sie die aktuellen Bestseller kaufen? Oder sind Sie vielleicht auf der Suche nach speziellen Raritäten, seltenen Pressungen? All das haben wir im Angebot. Kein Wunsch bleibt unerfüllt, egal nach welchem Album Ihnen der Sinn steht. Hier bei Kiox Tonträger werden Sie garantiert nicht enttäuscht. Persönlich, kompetent und hilfsbereit. Kundennähe steht bei uns an erster Stelle. Besuchen Sie uns zum großen Eröffnungswochenende vom 11. bis 13. Oktober. Oder bestellen Sie jetzt ein Album aus unserer immensen Kollektion auf www.kiox-tonträger.de. Wir freuen uns auf Sie. Beginnen wollen wir mit dem vermeintlichen Königstransfer des Sommers, denn mit Chris Carter konnte ein Altbekannter zurück an seine alte Wirkungsstätte gelotst werden. Chris ist mittlerweile 27 Jahre alt, hat durch den Aufstieg mit Vechta vor zwei Jahren weitere Pro A und nun auch BBL-Erfahrung sammeln können und besticht vor allem durch seine Spielintelligenz als Passgeber und Taktgeber des Teams. In seiner Pro-A-Zeit hatte er im Schnitt eine sehr gute Effektivität von 16. Chris selbst freut sich extrem, wieder im Chemnitzer Team zu sein. Yeah, feels good to be home. I'm happy to be back in Chemnitz, and you know, I'm looking forward to a great season. We got a really good team this year, so there's good big expectations, and we're trying to just get better every day. Ja, das ist eine richtig geile Sache. Also Chris hat mir direkt auf Instagram geschrieben, so, dass er heiß auf die neue Saison ist, dass wir es dieses Jahr packen und alles. Und ich denke, es ist immer geil, einen Spieler wie Chris zu haben, der da so eine Energie reinbringt, so eine gute Laune. Und das merkt man einfach jetzt schon. Also ich erste in meinem Gedächtnis Leadership. Also Leadership, der hat erst Liga-Erfahrung jetzt gemacht. Der kennt sich auch in Chemnitz, der fühlt sich wohl hier. Und der wird viele Sachen, glaube ich, kontrollieren am Feld. Dabei steht bei Chris alles unter dem Motto Unfinished Business, denn sein letztes Spiel im Niners-Dress war der verpasste Aufstieg 2017 im entscheidenden Spiel daheim gegen Gotha. Yeah, that's been my slogan since as soon as I signed. That was my that's what I have on my wall. And you know, I didn't forget how what happened two years ago when I was here. And you know, now that I know how it feels to win a championship, you know, I definitely want to be on the other end of the, you know, on the other end of the spectrum, and hopefully, you know, we get back into the playoffs, and you know, game by game, and see what happens, you know.
Neben Chris wird auch Virgil Matthews zurückkehren und das kongeniale Duo von vor 2,5 Jahren wieder komplettieren. Dabei soll Virgil aber vermutlich deutlich weniger spielen als noch in der Vorsaison. Wobei das ehrlich gesagt auch schon der Plan für die letzte Spielzeit war. Doch stellt es sich heraus, dass Virgil trotz seiner 35 Jahre immer noch einiges im Tank hatte und durchschnittlich 27 Minuten auf dem Feld stand. Dieses Jahr mit 36 Jahren wird seine Spielzeit also schrumpfen. Eventuell, vielleicht. Das ist auch das gleiche Plan, aber mal schauen, wie es passiert. Man weiß nie mit Verletzungen, aber der Virgil wird sich bereithalten und als Leadership kann man keinen Ersatz holen für den Virgil. Neben Virgil kam auch Malte Ziegenhagen zurück. Der beste Scorer der Niners aus dem Vorjahr geht in sein 4. Jahr in Chemnitz. Letzte Saison wurde er zum MVP der Pro A gewählt und ist mit 108 Partien und durchschnittlich 13,3 Punkten als Orange Boy schon jetzt eine Chemnitzer Basketballlegende. Dass der Kapitän ein weiteres Jahr in Chemnitz bleibt, ist von enormer Wichtigkeit. Auch Chris Carter freut sich auf das Wiedersehen mit ihm und all den anderen Spielern, mit denen er 2017 noch zusammenspielte. Instant chemistry, you know. I think that you know, Malte has been playing really well these last few years, and Jonas as well has really taken steps forwards, and it will be really nice to see us back together again. And I think the chemistry, of course, having Virgil back as the veteran, I think that helps us out a lot. And I think we're going to do really good things, and my job is for it not to take as long to come together as a team. So that's my job as a leader. So. Die Guard-Rotation wird komplettiert durch einen Akteur, der letzte Saison noch bei dem Liga-Konkurrenten Rostock unter Vertrag stand. Der 25-jährige US-Amerikaner Terrell Harris bringt jede Menge Erfahrung mit nach Chemnitz. Bisher absolvierte er 190 Pflichtspiele und glänzte dabei als Scorer und guter Rebounder. Auch seine Wurfquote aus dem Zweierbereich ist für einen Guard herausragend. Und das, obwohl er doch gern mal aus der Mitteldistanz abdrückt. Etwas, was man bei den Niners allgemein eher selten sieht. Ja, ich meine, das ist nicht nur unser System, dass wir so viel Mitteldistanz haben, entweder drei oder zum Korb. Aber wenn einer das kann und das nutzt, dann das uns hilft, dann werden wir es dann zulassen. Also Terrell ist halt auch mega athletisch. Ist ein Hustler, der hat einen sehr guten Midrange-Jumper, ist extrem schnell. Und ich denke, sowas hat uns letztes Jahr wehgetan, wenn er schnell attackiert hat, seinen Midrange-Jumper genommen hat, Fastbreak gepusht hat. Deswegen umso besser, dass es dieses Jahr bei uns ist. Ja, wie gesagt, der kann 1 und 2 beide spielen. Er hat sehr guten Wurf von draußen und sehr gute Augen für seine Mitspieler. Also wir werden Leute, unser Dreierschütze, der können kreieren und die offene Schüsse für unser Dreier passen dann. Einer freut sich ganz besonders auf das Zusammenspiel mit Terrell, Chris Carter. I know him for maybe 12 years now. We're from around the same area in Florida. So, you know, we've always stayed in contact, especially through his professional career. And, you know, I think that the sky's the limit for him and he can be really, really, really good. And I think he's going to help us tremendously moving forward. And we're going to need him, you know, in every game and throughout the playoffs as well, and he's going to make a lot of big plays for us. So I'm just trying to show him a little bit, like a little tips that I've learned along the way, and I think that he's already a great player. I just want to make him even better. You know, he can be as good as he wants to be. You know, so I have a lot of respect for him, and no, I'm not his mentor. I'm just, you know, another player trying to show him a thing or two that I know and that can make him better and, you know, go from there. Auf der Small Forward Position konnten sich die Niners die Dienste von Dominic Johnson sichern. Mit seinen 26 Jahren bringt auch DJ schon jede Menge Erfahrung mit. 2017 stieg er mit dem MBC auf und konnte bereits 89 BBL-Spiele absolvieren. Letzte Saison spielte er bei der Pro A-Konkurrenz aus Karlsruhe und legte passable Zahlen auf. Obwohl nur 1,94 Meter groß, wird er auch auf der Position 4 aushelfen. Die körperlichen Voraussetzungen dafür hat er. Also total Two-Way-Player. Der DJ ist richtig, danke Malte, ist richtiger Two-Way-Player. Der kann Verteidigung, der bleibt nicht hängen am Blocks und richtig gut Angriff, gut Zug zum Korb und auch kann gute Dreier. Hat gegen uns im Playoffs gute Dreier-Quote gehabt. Hutch spricht es an. Letzte Saison traf DJ mit seinen Lions im Viertelfinale auf die Niners und verlor 0-3. Vielleicht war das ja auch ein Grund, nach Chemnitz zu wechseln. Ganz nach dem Motto, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann wechsel zu ihm.
Ja, also ja, wir haben leider 3-0 gegen Chemnitz verloren. Ich meine, sie waren aber klar stärkere Mannschaft. Aber ja, mein Vater hat das halt zu mir gesagt, KD hat das halt auch gemacht und dann meinte er so, okay, weißt du, if you can't beat him, join him. Und ich schätze mal, ja, ist halt so, aber ich denke, es ist einfach die beste sportliche Situation auch für mich. Und ich denke, ich kann dem Team helfen, was ihm letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. Und, aber ich denke, ich kann mich hier auch selber weiterentwickeln. Wie bereits angesprochen, ist Dominik 2017 bereits einmal aufgestiegen. Damit hat er Malte, Jonas und Co. etwas voraus. Diese Erfahrung könnte, ähnlich wie bei Chris Carter, dann, wenn es drauf ankommt, hilfreich sein. Ich denke schon. Also es gibt dieses gewisse Etwas, wo man halt schon weiß, dieses letzte Quintchen, was man halt braucht, sag ich mal, um es dann vielleicht am Ende zu schaffen. Und ja, wir konnten es halt damals in Weißenfels mit dem MBC schaffen, den direkt wieder Aufstieg. Und ich denke, daher habe ich schon ein bisschen Erfahrung, was ist dafür, die letzten Prozent, die man braucht dafür. Und ich hoffe, dass ich dem Team das beisteuern kann und den Jungs vermitteln kann, dass wir es halt dieses Jahr auch schaffen. Was er dem Team bringen kann, schätzt er selbst so ein. Ja, neben der Erfahrung, denke ich, diese Physis in der Verteidigung. Ich denke, das ist eine der vielen Sachen, die mich ausmacht, dass ich halt immer mit 100% verteidige und halt auch meinen Körper einsetze. Ja, offene Dreier werfen und dann halt auch ein bisschen kreieren. Ich bin meiner Meinung nach ein sehr uneigennütziger Spieler. Ich passe den Ball gerne und suche mein Team jetzt halt ganz gerne. Ja, das ist ein Totalfighter, der gibt nicht auf und das wird uns auch weiterhelfen und er pusht die anderen Jungs, dass er auch genauso arbeitet wie er. Mit Luis Figge kam ein weiterer physischer Small Forward nach Chemnitz. Luis ist mit 22 Jahren noch recht jung, bringt es aber dennoch schon auf 150 Pflichtspiele in seiner Profikarriere und legte in der Pro B im Schnitt 11,3 Punkte und 3,8 Rebounds auf. Mit einer Dreierquote von 30% ist er auch von Downtown nicht zu unterschätzen. In den vergangenen 3 Jahren spielte Luis in der BBL in Braunschweig und beim Kooperationspartner der Löwen in der Pro B bei Wolfenbüttel. Was er dem Team bringen kann, verrät uns Assistant Coach Hutch. Der ist ein Biest halt, der ist richtig kräftig und unheimlich viel Energie. Unheimlich viel Energie wird er zu unserer Mannschaft bringen und auch sehr gute Dreierwerfer und der wird uns auch, glaube ich, helfen da. Ja, ich denke, Dominic Johnson und Luis sind beides ganz schöne Bullen. Also ich denke, die bringen sehr guten Wurf mit beide, eine gute Defense, auch gutes Hustle-Play. So. Ich denke, die können so ein Team auch nach vorne treiben mit ihren Emotionen und ja. Bin sehr froh, dass sie sich für Chemnitz entschieden haben. Und ich denke schon, dass er ein vielleicht ähnlicher Spielertyp ist wie ich, denke ich. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir sehr tief aufgestellt sind auf den Positionen. Auch wenn wir halt viele sind, aber wir haben, wie gesagt, Chris Carter, Malte, Terrell, Virgil kommt, Louis, ich. Dann haben wir Leon als Jungspieler dazu kommt, der auch halt seine Minuten beitragen kann. Ich denke, dass wir da schon sehr, sehr tief besetzt sind und was uns, glaube ich, am Ende auch helfen wird. Der angesprochene Leon Hoppe geht mittlerweile auch schon in seine dritte Saison im Niners-Trikot. Das Academy-Eigengewächs soll dieses Jahr den Sprung in die feste Rotation im Team schaffen und wird ein vollwertiger Spieler im 10-Mann-Kader der Niners sein. Auf den Positionen 4 und 5 werden wir mit Robin Lodders, Ivan Elliott und Jonas Richter 3 alte Bekannte wiedersehen. Gerade dass mit Ivan und Robin 2 Kollegen aus dem Vorjahr zurückkommen, freut Jonas Richter besonders. Und gerade die beiden, ja, sind gute Teamplayer, wir spielen gut zusammen, kennen uns jetzt schon eine Weile und ja, deswegen bin ich richtig froh, dass sie geblieben sind. Obwohl erst 22 Jahre alt, geht Jonas bereits in seine 6. Spielzeit mit den Profis. Jedes Jahr hat man zuschauen können, wie Jonas immer stärker, athletischer, effizienter wurde. Das führte dieses Jahr dazu, dass er im Sommer auch international ran durfte. Wie Jonas den Sommer verbrachte, erklärt er uns selbst. Also direkt nach der Saison habe ich natürlich erstmal eine Auszeit gemacht, ein bisschen Urlaub gefahren und hier mit den Jungs, mit Malte, Lukas, Georg nochmal so einen kleinen Abschluss gemacht. Aber danach ging es ja schon mit der Vorbereitung los für die Nationalmannschaft, für die A2. War halt ein paar Wochen in Italien bei dem Turnier, bei der Universade mitgemacht und ja, ich denke, da habe ich mich ganz, ganz fit gehalten dort. Auch Robin Lodders Entwicklung war im vergangenen Jahr enorm. Nachdem er den Floater sicher wie kaum ein zweiter Center in Deutschland trifft, arbeitet das Trainerteam an weiteren Verbesserungen mit Robin. Dieses Jahr wird man da viel Spin-Moves sehen. Der hat es heute dieses Jahr schon im Training gezeigt, richtig schnelle Spin-Moves gehabt.
Und seine Rebounds werden sich auch verbessern, glaube ich. Wir machen da ein paar Übungen, dass er dann über den Ring den Rebounds holt. Und der wird sich immer verbessern. Der ist ein Arbeitstier auch, der will immer besser werden. Und mit Ivan Elliott kam schließlich der Spieler zurück, der in der vergangenen Spielzeit etwas Anlaufzeit benötigte, aber dann, als es drauf ankam, in den Playoffs zum vermeintlich wichtigsten Niners-Akteur auf dem Parkett mutierte. Doch auch trotz seiner Leistungsexplosion in den Aufstiegsspielen konnte das große Ziel nicht erreicht werden. Und deswegen musste auch auf den großen Positionen nochmal nachgebessert werden. Und so verpflichteten die Niners aus der BBL Niklas Wimberg. Mit 23 Jahren, ebenfalls noch sehr jung, hat Niklas dennoch schon einiges erlebt. Von BBL-Absteiger Eisbären Bremerhaven kommend, sammelte er jede Menge Erfahrung in der BBL und spielte sogar schon im Europapokal und mit Oldenburg in den BBL-Finalspielen. Auch Pokalsieger wurde er bereits. Neben der ersten Liga spielte er auch in den Farmteams in der Pro B. Niklas hat also schon viel gesehen. Dementsprechend gespannt waren wir auf seine ersten Eindrücke vom neuen Chemnitzer Verein. Meine ersten Eindrücke sind echt richtig gut. Ich habe nicht erwartet, dass es hier so professionell ist. Es ist alles top. Es ist echt sehr, sehr hohes Niveau. Die Stadt hat man ja immer etwas Schlechtes drüber gehört am Anfang, aber war echt positiv überrascht. Sehr schöne Innenstadt und so. Also ich fühle mich echt wohl hier. Mit Jonas Richter spielte Niklas Wimberg gemeinsam bei der A2-Nationalmannschaft im Sommer. Vielleicht konnte Jonas ja das letzte bisschen Überzeugungsarbeit leisten, was noch fehlte, um Niklas nach Chemnitz zu lotsen. Also ich habe mit Niklas zwei Probetrainings vor der Nationalmannschaft gemacht und habe ihn da schon ein bisschen kennengelernt, dann bei der Nazio natürlich und dann gesagt, ja, hast du nicht Bock zu kommen, aber ich denke, da waren ganz andere Faktoren mit entscheidend, dass er gekommen ist, aber ich freue mich natürlich. Ja, also für mich persönlich erstmal, ich will unbedingt mal wieder gewinnen, will positive Bilanz in der Saison haben, will in einem aufsteigenden Team, in einem guten Team spielen, wo ich Verantwortung übernehme. Und ich glaube, hier habe ich die perfekte Chance dafür gehabt. Und mit Rodrigo als Coach haben wir natürlich auch noch einen sehr, sehr guten Trainer, der ihn da auf jeden Fall weiterentwickeln kann. Niklas selbst schätzt sich folgendermaßen ein. Ich würde sagen, ein bisschen von allem. Also ich mit meinem Wurf von außen Gefahr ausstrahlen. Ich habe gehört, da hat es letztes Jahr ein bisschen dran gehapert und ja, dem als Team spielen, den Ball bewegen, gute Entscheidungen treffen, richtige Entscheidungen treffen und ja, Verantwortung übernehmen. Ich denke, Niklas ist ähnlich wie Ivan, hat einen sehr, sehr guten Wurf, kann gut aufposten, ist außerdem sehr athletisch und kann gut verteidigen, so ein bisschen so ein Allrounder, kann alles. Und ich denke, das macht uns halt gefährlich, weil wir auf den großen Positionen sehr schnell und mobil sind. Ja, ich glaube, der wird gut in die Drei-Position, obwohl auch in die Vierer-Position spielen. Und wir müssen schauen, dass dass die anderen Leute, die Vierer haben, langsamer Vierer, dass sie entdecken müssen. Ne? Richtig gute Werfer von draußen, High IQ, Basketball IQ hat er auch. Der weiß, wie man ist, der hat die Systeme ganz schnell gelernt und auch ein guter Zusatz zu unserer Mannschaft. Wir wollen noch einmal auf die Trainingsqualität und die Professionalität im Niners-Umfeld zurückkommen. Denn laut den Aussagen der Neuzugänge ist diese mittlerweile mehr als nur auf Pro-A-Niveau. Ich konnte es ja gar nicht vergleichen, weil ich wusste es ja nicht. Ich habe ja in Oldenburg auch in der zweiten Liga auch mitgespielt, in der Pro B damals. Aber da war das Level ja relativ professionell, weil es ja mit an der Bundesliga dranhing. Und sonst hatte ich ja keinen Vergleich. Deswegen habe ich gedacht, da wird es vielleicht eine Abstufung geben, aber sehr, sehr positiv überrascht. Also es ist besser als in der Bundesliga. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wirklich. Also von dem ganzen Umfeld. Ich meine, ich habe ja schon im Osten gelebt und wie du schon gesagt hast, habe ich auch schon öfters hier in Chemnitz gespielt. Aber wie professionell das Ganze abläuft, gefällt mir sehr. Und man wird mit offenen Armen hier willkommen. Und ich freue mich einfach riesig auf die Saison mit den Jungs. Da freuen wir uns alle. Unsere abschließende Frage war an alle Interviewpartner dieser Ausgabe dieselbe. Was ist euer Ziel für die neue Saison? Saisonziel ist, wie gesagt, so hart zu spielen wie möglich. Jedes Einzelspiel so wahrzunehmen, wenn es kommt. Woche zu Woche arbeiten. Ich denke, es gibt nur ein Ziel und das ist der Aufstieg. Persönlich will ich so gut spielen, wie ich kann. Denke ich an die MBC-Zeit wieder anknüpfen. Ich hatte, oder in Karlsruhe am Ende, habe ich, denke ich, auch ganz gut gespielt. In Bremerhaven war es ein bisschen Downphase, denke ich, aber ich habe letztes Jahr einen guten Comeback, sage ich mal, wieder gemacht. Und wie gesagt, aber für mich ist einfach das Team zuerst und der Aufstieg ist für uns ganz klar das Ziel.
Also für mich ist klar, für mich ist das Ziel erste Liga, nachdem wir es letztes Jahr nicht geschafft haben. Da gibt es auch kein anderes Ziel, denke ich. Ja, also wir wollen definitiv das beste Team der Liga sein und am Ende aufsteigen. Also das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. I think that I will get my chance back at the BBL eventually. I mean, that's the plan. So, you know, big expectations, but you know, we just got to work every day and get better every day and see what happens. Ja, also die Saison ist trotzdem lang, aber ich bin mega heiß drauf. Wir haben es jetzt quasi zweimal so knapp dran vorbei geschrammt. Ja, dieses Jahr mit dem Team wieder krasse Spieler individuell. Ich denke, Coach formt da auch ein gutes Team draus. Und ja, ich bin mega heiß auf den Aufstieg, ja. Die Erwartungen nicht nur der Fans, sondern auch der Spieler an sich selbst sind also sehr hoch. Wir freuen uns jedenfalls, dass es endlich wieder losgehen kann. Am 21. September beginnt die neue Spielzeit für unsere Orange Boys in Hagen bei den Feuervögeln. Das erste Heimspiel in der Arena findet eine Woche später statt, am 28.09. gegen Leverkusen. Wir werden wie immer mit vor Ort sein und euch auch in dieser Saison mit Berichten von allen Heimspielen versorgen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned!